das waren daher alle gegen die Nazis. Ja, verstehen Sie, keiner war es. Ja? Das war keiner gewesen. Das ist immer das Interessante dabei. Ja? Das waren die Parteigenossen, spöttisch Blümchentricher genannt, das Parteiabzeichen, ja. Ja, war keiner gewesen. Ich möchte mal wissen, wenn die Spruchkammer Archiv aufgemacht werden, wie viel Persilscheine meine Mutter ausgestellt hat. Das Messer hatte sich sehr verändert. Das Messer hatte sich sehr verändert, weil allein schon, dass es auf einmal eine Demokratie gab, die es ja vorher nicht gab. Die war ja untergraben worden, die gab es ja nicht. Ne? Und jetzt auf einmal gab es Demokratie, da muss man sich mit dem Gedanken erst vertraut machen, was ist das? Einen amerikanischen Offizier, der in der Aula uns einen Vortrag hielt in Englisch über die Demokratie. Und das ist damals für mich ein neues Wort, Democracy. Ja, das, als Schüler mussten wir eben diese Veranstaltung mitmachen und der hat uns demokratisieren wollen. Es war die Zeit des Umbruchs, wo so der ganze, wo sich alles wandelte, wo man Demokratie lernte. Ne? Aber es war ja auch sehr viel, soll ich sagen, Unfrieden und Streit dabei. Es waren ja auch, wir hatten ja auch wieder Braune dabei, also die verdeckte Braune, gell? Deutsche Volkspartei und was gab es ja wieder? Ne? So, ich weiß nicht, die Titel weiß ich heute nicht mehr, gell? Die da im Krieg dann aufkreuzten, die dann irgendwelche nationale Interessen mehr oder weniger vertreten, das gab es ja immer wieder. Und sagte, und Wahl, was wählt ihr denn? Natürlich CDU, was anderes kommt nicht in Frage. Aber ich weiß, dass es damals hieß, der Heuss ist gewählt als Bundespräsident. Das wurde da war gerade die Wahl zu Ende gegangen und da hieß das. Der Beuys, der Heuss, der hat, glaube ich, eine zweite Amtszeit gehabt, wenn ich nicht irre. Im Nachhinein halte ich das für das Beste, was es gibt. Ne? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, wenn es nicht, und jetzt ist das Wort, missbraucht wird. Und auch die Gefahr ist auch in der jetzigen Zeit drin. Es gibt auch heute immer noch Leute, die mit der Demokratie nicht auch andere Zwecke verfolgen. Das sollte man nicht unterschätzen. Dann kam die Währungsreform und dann ging es mal ein bisschen aufwärts, dann kam wieder eine Wirtschaftsphase, wo es wieder abwärts ging. Aufwärts, dann kam die Koreakrise 1953, dann waren es wieder viele Arbeitslose. Also das war eine sehr bewegliche Angelegenheit, das kann man. Ja, der wollte mich als Politiker aufbauen und das wollte ich aber nicht. Also ich wollte so in der Partei stützen und so im Kleinen arbeiten, aber ich wollte nicht in die Politik einsteigen, wie das der Wilhelm mit mir vorhatte. Wie kann man denn heutzutage verhindern, dass sowas wie was in der NS-Zeit passiert ist, nicht wieder passiert? Ja, das ist eine böse Frage. Wie kann man das verhindern? Indem man klar seine Meinung sagt über das, was geschehen war. Es fragt sich nur, ob die Jugendlichen oder die das heute angeht, ob die das auch wahrnehmen, ob die das aufnehmen. Damit müssen wir natürlich auch mit denen leben, die anderer Meinung sind. Aber wir müssen natürlich auch dafür sein, dass wir gegen die Meinung ankämpfen. Ja? Das kann nicht sein, dass wir die braune Bande wieder, die braune Brühe wieder haben. Da muss mit allen Mitteln dagegen vorgegangen werden. Schlimm, da habe ich Angst vor. Das habe ich aber vorher schon gedacht, dass das so kommen könnte, weil die Kommunisten verboten wurden und die anderen nicht. Und da habe ich gedacht, das wird mal anders werden, die wollen wieder. Und das ist so schlimm, dass die sich noch durchsetzen wollen, da kann noch allerhand passieren. Das halte ich vom Rechtsruck. Der Rechtsruck gefällt mir nicht.